Als Krankenpfleger schon 24 Jahre. Ja, natürlich ist Arbeit, es ist schwer. Aber was ist nicht schwer? Alles. Mein Name ist Antonio Rodriguez. Ich bin 60 Jahre alt und arbeite hier im Oberzentrum Pflegeheim als Pflegehilfskraft. Ich bin in Kuba geboren, in Santa Clara. Im Oktober 86 bin ich nach Deutschland gekommen und von Berlin nach Rostock, um dort in Überseehafen zu arbeiten. Da waren hunderte andere Kubaner. Ich war schon, ich glaube, ein Jahr da und dann habe ich meine erste Frau kennengelernt. Und ich habe mich so verliebt, dass habe ich gesagt, oh, hier bleibe ich. Die deutsche Mentalität ist total anders als wir. Ne? Wenn ich zu dir von einer Ecke zur anderen schreie, ne? Es ist bei uns normal. Ne? Oder vielleicht pfeife oder so. Ne? Das finde ich hier die deutsche Mentalität nicht geworden. Ne? Verschiedene Kulturen. Ne? Ich habe mich angepasst. 1995 habe ich meine zweite Frau kennengelernt, aber sie war von hier. Nach der Wende war, ich glaube, war ein Jahr arbeitslos. Ja, und dann kam ich hierher nach Brandenburg, ne? In Pflegeheim angefangen. Du kannst mit älteren Leuten unterhalten und ihre Geschichte, ne? Anzuhören. Ich mag gerne die Teamarbeit. Bei uns ist wie eine kleine Familie, deshalb verstehen wir uns gut. Und das ist sehr wichtig für unseren Beruf. Als Pfleger musst du geduldig, nett sein, fühlen. Aber wenn du nach Hause gehst, deine Arbeit bleibt hier. Ne? Du darfst nicht mitnehmen. Im Sommer nach der Arbeit komme ich hierher und mache Mittagsschlafen oder Kaffee trinken. Ich habe damals meinem Opa Gregorio im Garten geholfen und deshalb kommt diese Erinnerung nochmal. Ne? Den Kartoffelpflanzen und in die Erde wühlen. Also ich fühle mich wohl hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die Menschen, die Natur, ich werde nicht woanders leben. Es ist schön, wenn man woanders ist, aber nach Hause ist besser. Zu Hause ist hier. Ich kann verstehen, dass so viele junge Leute den Beruf nicht machen wollen. Körperliche Arbeit ist schwer. Wir arbeiten im Schichtsystem, früh, spät und Nacht. Dieser Wechsel ist einfach Gewohnheit. Ne? Wenn bei uns Praktikanten machen die Praktikum bei uns, also versuche ich zu helfen oder zu zeigen, ne? Wie schön die Arbeit auch ist, einfach andere Leute zu helfen. Man muss nicht an sich selber denken, ne? Sonst an die anderen auch. Ne?